Es ist eine weitere Niederlage für Bayer im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat. Zum dritten Mal hat eine US-Jury die Konzerntochter Monsanto zu einer hohen Strafe verurteilt. Rekordverdächtige 2 Milliarden Dollar. Geklagt hatte ein Ehepaar, das mehrfach an Krebs erkrankt war und dafür Monsantos glyphosathaltigen Unkrautvernichter verantwortlich macht. Auch wenn Bayer in Berufung gehen will, angesichts tausender ähnlicher Klagen, wächst der Druck auf den Konzern. Genugtuung bei diesem Rentnerpaar. Alberta und Elva Pilliot hatten geklagt, weil sie den Unkrautvernichter Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat für ihre Lymphdrüsenkrebserkrankung verantwortlich machen. Die Geschworenenjury eines Gerichts in Oakland sprach ihnen mehr als 2 Milliarden Dollar Entschädigung zu und sieht den Fehler beim Hersteller Monsanto. Sie haben uns keine Alternativen gelassen. Wegen der Werbung dachten wir, dass das unglaublich sicher im Gebrauch ist. Bayer hatte Roundup-Hersteller Monsanto im vergangenen Jahr für 63 Milliarden Dollar übernommen. Jetzt drohen dem deutschen Konzern in den USA rund 13.400 weitere Klagen wegen des Unkrautvernichters. Bayer hat mit dem Kauf von Monsanto einen Fehler gemacht. Sie haben 100 Jahre Korruption und wissenschaftlichen Betrug erworben. Zu diesem Fehler müssen Sie stehen und mit uns zusammenkommen, sodass wir Gerechtigkeit für die Betroffenen mit Krebs erzielen können. Bayer zeigt sich in seiner Stellungnahme enttäuscht über das Urteil. Bei sachgerechter Anwendung sei der Wirkstoff Glyphosat sicher und nicht krebserregend, schreibt der Konzern und beruft sich auf die Einschätzung der US-Umweltbehörde EPA. Der deutsche Chemie- und Pharma-Riese hat angekündigt, Rechtsmittel gegen den Gerichtsentscheid einzulegen.